Hallöchen, Popöchen. Hier mal ein kleiner Trick, wenn ihr nur eine B16-Automaten in der Verteilung für Baustrom habt und ihr einen C16-Automaten braucht, weil der Anlaufstrom der Maschine so hoch ist, macht ihr Folgendes. Einfach mehrere Verlängerungsleitungen hintereinander gesteckt. Hier habe ich jetzt eine 25 Meter, eine 50 Meter und nochmal eine 20 Meter Verlängerungsleitung hintereinander gesteckt. Und dann die Maschine eingesteckt und somit habe ich den Anlaufstrom etwas begrenzt, einfach durch die Länge der Leitung. Und die B16 kommt dann in den meisten Fällen nicht mehr. Versucht es einmal, in diesem Sinne, euer Elektro-Junkie.